Minister Olaf Scholz. Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute über die Reform der Grundsteuer. Das ist notwendig, weil wir ein Gesetz reformieren müssen, das seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit war und vor allem, wie uns das Bundesverfassungsgericht erwartbar mitgeteilt hat, auch nicht mehr den Anforderungen des Grundgesetzes entsprach. Warum nicht? Die Einheitswerte, die die Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer waren und sind gegenwärtig noch, stammen aus den Jahren 1964 im Westen Deutschlands und 1935. Das ist ziemlich lange her und ich glaube, man muss nicht besonders gut in Mathematik oder sonst was sein, um sich vorstellen zu können, dass über einen solch langen Zeitraum dann passiert, was das Bundesverfassungsgericht moniert hat, nämlich dass Grundstücke, die gleich betrachtet werden müssen und die gleich viel wert sind, unterschiedlich besteuert werden. Das ist mit dem Gleichheitsgebot der Verfassung nicht vereinbar. Und deshalb haben wir jetzt einen großen Reformbedarf. Dass wir in diese Lage geraten sind, liegt auch daran, dass natürlich manche Dinge in der Zwischenzeit nicht passiert sind. Zum Beispiel hat das bisherige Grundsteuerrecht vorgesehen, dass alle 6 Jahre eine neue Hauptfeststellung durchgeführt wird. Ist nicht passiert und hat die Probleme, die ich eben geschildert habe, noch weiter verstärkt. Wir haben das jetzt zum Anlass genommen, eine grundlegende Neuorganisation der Grundsteuer vorzunehmen, sind aber bei dem geblieben, was seit Ewigkeiten, denn das handelt sich ja um eine sehr alte Steuer, was seit Ewigkeiten das typische Prinzip für die Bewertung der Grundstücke gewesen ist. Man geht nach dem Wert. Und so ist das bisher der Fall gewesen und soll es nach dem neuen Grundsteuerrecht in Zukunft auch sein. Allerdings haben wir uns vorgenommen, die Probleme, die bei einer solchen Neubewertung entstehen, gleich mitzulösen. Erstens, es soll alles viel einfacher werden, als das heute der Fall ist. Man muss gegenwärtig fast 30 Angaben machen, um zu einer ordentlichen Grundsteuerbewertung zu kommen. Und darunter sind auch sehr merkwürdige Kriterien, die man sich heute gar nicht mehr richtig erklären kann. Kriterien, die zum Beispiel irgendwie deutlich machen sollen, ob das wohl ein wertvolles Grundstück ist oder nicht, die aber an Luxusgegenständen wie Badewannen und Ähnlichem festgemacht werden. Das zeigt, wir haben wirklich Reformbedarf und deshalb ist es richtig, dass wir das auf 5 bis 8 Kriterien reduzieren und deshalb ein einfaches und, das ist wichtig für die Zukunft, digitalisierbares Grundsteuerrecht entwickeln. Im Übrigen handelt es sich bei der Grundsteuer auch um eine wichtige Steuer für die Gemeinden. Und das ist ja nicht irgendwo. Jeder von uns lebt in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einem kleinen Dorf und ist darauf angewiesen, dass alles funktioniert mit den Schulen, dass es funktioniert mit den Straßen, mit den Kindergärten. Und die Finanzierung der Gemeindetätigkeit ist zu einem erheblichen Teil auf die Einnahmen aus der Grundsteuer angewiesen. Es geht also um gute Lebensverhältnisse in Deutschland, dort, wo wir alle miteinander leben. Und deshalb brauchen die Gemeinden diese Grundsteuer. Und deshalb ist es wichtig, dass der Deutsche Bundestag und der Gesetzgeber insgesamt diese Steuer für die Zukunft sichert. Aus meiner Sicht ist aber auch klar, das Steueraufkommen soll darüber insgesamt nicht steigen. Und deshalb haben wir bei der Entwicklung dieser Steuer uns sehr viel Mühe gegeben, sicherzustellen, dass das auch nicht passiert, indem wir zum Beispiel Bezugsgrößen gewählt haben, die die riesigen Wertsteigerungen, die seit den letzten Malen, wo die Hauptfeststellung stattgefunden hat, zu beobachten waren, die diese riesigen Wertsteigerungen reduziert, indem wir zum Beispiel auf Listenmieten zurückgreifen, die nur geringer sind als das, was real an Mieten überall in Deutschland erhoben wird. Indem wir zum Beispiel sehr praktische Verfahren etablieren, die sicherstellen, dass eben die großen Wertsteigerungen der letzten Jahrzehnte sich nicht in der Grundsteuer niederschlagen und es deshalb ungefähr so bleibt, wie es heute der Fall ist. Und selbstverständlich haben wir auch dadurch einen Beitrag gegen eine zu große Steigerung der Grundsteuer geleistet, dass wir gesagt haben, der Wert, mit dem das alles multipliziert wird, um die endgültige Steuer zu errechnen, die Steuermesszahl, die reduzieren wir auf 1/10. Und wenn man das alles zugrunde legt, dann kommt man drauf, dass das heutige Steueraufkommen von knapp 15 Milliarden Euro auch in Zukunft wieder deutschlandweit erzielt würde. Eins ist klar, es handelt sich um eine kommunale Steuer, es gibt Hebesätze
Und es wird natürlich, wenn eine solche Neubewertung stattfindet, überall zu Veränderungen kommen. Aber alle Gemeinden, alle über 11.000 Gemeinden in Deutschland haben es in der Hand. Und wenn man den Städtetag zuhört, wenn man vielen anderen zuhört, dann haben sie ganz klar gesagt, sie werden durch die Senkung der Hebesätze dafür Sorge tragen, dass es nicht zu einer Steuererhöhung kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was hier bei den Beratungen im Bundestag auch zugrunde gelegt werden muss. Es wird einfacher, es wird digitalisierbar und es wird nicht zu einer Erhöhung des Steueraufkommens kommen. Was niemand versprechen kann, das muss man ganz klar sagen, dass es nicht im Einzelfall zu Veränderungen kommt, denn dann hätte das Bundesverfassungsgericht ja nicht entscheiden müssen, dass Gleiches ungleich behandelt wird und dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein soll. Aber insgesamt haben wir das sichergestellt. Meine Damen und Herren, wir wollen eine Sache mit dem Gesetzespaket auch auf den Weg bringen, nämlich dass wir klarstellen, dass der Bundesgesetzgeber für die Grundsteuer zuständig ist. Eine solche Verfassungsänderung schlagen wir dem Deutschen Bundestag hier vor. Das war bis 1994 so geregelt, wie es jetzt wieder geregelt sein soll. Und damit ersparen wir den Gerichten in Deutschland viele Rechtsstreitigkeiten und sorgen für Rechtsklarheit in unserem Land. Und bei dieser Gelegenheit regeln wir dann auch etwas, das von großer Bedeutung ist für diejenigen, die abweichende Vorstellungen haben, nämlich, dass die Möglichkeit existiert, dass die Länder abweichende Gesetzgebung machen können. Das ist etwas, was es im Grundgesetz auch an anderer Stelle gibt. Und den 6 Fällen, die wir da schon kennen, fügen wir jetzt einen 7. gewissermaßen hinzu. Wichtig ist bei dieser Regelung aber eines. Und darauf haben sich alle, die bisher dazu diskutiert haben, auch verständigt. Maßstab für die Solidarität in Deutschland, für den Finanzausgleich unter den Ländern, soll aber das Bundesgesetz bleiben. Wenn also ein Land von dieser Abweichungsmöglichkeit für seine Grundsteuerregelung Gebrauch macht, dann kann das nicht auf Kosten anderer finanziell schwächer ausgestatteter Länder in Deutschland geschehen. Und diese solidarische Regelung ist ganz wichtig und etwas, das die Grundlage des jetzigen Gesetzespakets mit abgibt. Ich halte das für eine gute Regelung. Dass wir den Weg gehen, das Grundgesetz zu ändern, hat Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen, die uns alle fordern. Das funktioniert nur, wenn die Länder, die intensiv in den Diskussionsprozess eingebunden waren und die sehr unterschiedliche Regierungen haben, mit Beteiligung von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und der Linken, wenn die alle mitmachen. Oder jedenfalls praktisch alle. Nach dem, was ich bisher von den Ländern höre, kann man darauf hoffen, dass das der Fall sein wird. Denn sie sind ja über ein Jahr in den Debatten einbezogen gewesen. Und die meisten Länder haben eine solche Diskussion mitgeführt, dass es ein solches wertbezogenes Modell, das den bisherigen Traditionen folgt, geben soll und auch diese entsprechende Änderung. Und natürlich setzt das voraus, dass wir auch im Bundestag einen ganz breiten Konsens weit über die Regierungskoalition hinaus haben. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass die Dinge, die wir bisher gehört haben, sichtbar machen, dass alle um ihre Verantwortung für diese, für unser Zusammenleben in Deutschland so wichtige Steuer wissen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich offene Ohren gefunden habe, als ich die Parteien dieses Bundestages auch direkt angesprochen habe im Hinblick auf die Frage der Mitarbeit bei der Grundgesetzänderung. Ich hoffe, dass wir hier schnell zu einer Lösung kommen. Es ist alles wichtig für unser Land, für die Gemeinden in Deutschland, für die Bürgerinnen und Bürger und für das Miteinander in der Bundesrepublik Deutschland. Hoffen wir, dass wir das zügig und gut miteinander hinbekommen. Schönen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Albrecht.